Ja, jetzt sollte das Webinar gestartet sein. Ich bin mir noch nicht ganz sicher, ob es funktioniert. Die Ansicht ändert sich hier nämlich jedes Mal. Aber ich hoffe, ja, live auf Facebook sieht gut aus. Funktioniert. Hallo erstmal. Heute ist der große Tag. Ich hatte es ja angekündigt, als das Attentat in Halle passierte. War ja wieder das übliche Prozedere, sprich erstmal die Betroffenheit war vorhanden, wilde Aktionen wurden gestartet, Solidarität wurde gezeigt, all das ist wichtig und das ist auch gut, dass wir das tun, aber dabei kann es ja nicht bleiben. Das war das, was ich damals schon gesagt habe. Damals hört sich gut an, es ist keine 3 Wochen her. Und ich habe damals gesagt, vor 3 Wochen, dass ich da einen kleinen Beitrag zu leisten möchte und ein bisschen was tun möchte, von meiner Seite aus erzählen möchte, wie ich so mit Diskriminierung und Ausgrenzung umgehe, welche Erfahrungen ich habe, ein bisschen den Dialog einfach anstoßen. Ich hoffe, dass euch das ein oder andere was bringt. Ich freue mich auf eure Kommentare. Werde die zeitnah, sobald es geht, beantworten. Bin mir noch nicht sicher, ob ich das hier direkt aus der Aufzeichnung heraus machen kann. Ich muss mal schauen, wie ich da am besten vorgehe. Ja, Quersprech ist eine kleine Miniserie. Ich habe jetzt erstmal 6 Termine angesetzt. Mal sehen, ob das reicht. Mal sehen, vielleicht habt ihr auch noch weitere Fragen. Vielleicht fällt mir auch noch mehr ein, was dazu so zu sagen ist. Wieso denke ich, dass ich überhaupt was zu dem Thema zu sagen habe? Ich meine, ich bin blond, ich bin weiß, ich habe blaue Augen, bin also jetzt nicht unbedingt, dann auch noch Christin, also dementsprechend wahrscheinlich nicht so das typische Beispiel für das Ziel von Diskriminierung und Ausgrenzung. Ist so der erste Eindruck. Ich kenne es aber nun mal aus anderen Gründen und kann mich schon leicht, soweit man es als nicht direkt Betroffener in bestimmte Dinge hineinversetzen. Vor allen Dingen möchte ich euch mal näher bringen, wo das alles so auftaucht und mit was man alles so im Leben konfrontiert wird. Ich habe das Extrembeispiel, dass ich beide Extreme sehr gut kenne, auch aus dem familiären Bereich. Da nur ganz kurz drauf eingehend. Mein Vater war Polizeibeamter und Alkoholiker. Schlechte Kombination. Unzufrieden mit seinem Leben, unzufrieden mit dem, was er als Beruf hatte. Es war nicht sein Wunsch, lange Geschichte. Auf jeden Fall hat er das Ganze kompensiert durch Alkohol und durch den Alkohol hat sich sein Charakter geändert und aus einem liebevollen Vater wurde mit der Zeit das, was ich einen versoffenen Erzeuger nenne. Das war also das eine Extrem, wo wirklich dann auch, wenn jemand, während wir beim Abendbrottisch saßen, auf der Straße vorbeigegangen ist, auf dem Bürgersteig, dass dann Sätze fielen, die herabwürdigend waren gegenüber der jeweiligen Person, sei es jetzt eine Frau, sei es ein Mann. Da ging also wirklich alles, was man sich vorstellen kann, zum Entsetzen des Rests unserer Familie. Aber das war leider so, wie es war. Ich kenne also so diese Richtung. Ich habe aber auch das komplette Gegenbeispiel, Gott sei Dank, durch meine Oma. Meine Oma war die Liebe in Person und ist definitiv die einzige Person gewesen, die mich persönlich so angenommen hat, wie ich bin, mit allen meinen Macken und Makeln, mit allen meinen Fehlern, mit auch meinen Stärken, mit allem so, was mich so ausmacht. Also das Wort bedingungslose Liebe definitiv mit meiner Oma in Verbindung gebracht. Und sie war der weltoffenste Mensch und der toleranteste Mensch, den ich mir vorstellen kann. Ich habe bisher noch keinen anderen Menschen getroffen, der so stark und so direkt und auch so, ja, so. Das Wort authentisch passt hier, auch wenn es blöd ist, wenn es ausgelutscht ist, aber so natürlich war oder ist. Ich habe noch nie jemanden getroffen, der wirklich so ist, der Werte nicht nur gesprochen hat, sondern auch gelebt hat. Meine Oma ist mehrere Jahre nach meinem Vater, zum Glück,
verstorben. Und zwar ist meine Oma verstorben im Jahr 2012. Und was mir seither wirklich hilft, wenn ich nicht mehr, wenn ich an der Umwelt verzweifle, wenn ich an der Menschheit verzweifle, an der Kälte der Menschheit und auch an der ganzen Welt, so Weltenschmerz im wahrsten Sinne des Wortes, das ist tatsächlich die Beerdigungsrede, die damals gehalten wurde. Das ist die beste Beerdigungsansprache, die ich je gehört habe, und ich habe eine Menge gehört. Wenn du jetzt nicht gerade beruflich mit Bestattungen zu tun hast, weil du vielleicht Bestatter oder Pastorin bist, kann ich dir versichern, dass ich mehr Beerdigungen erlebt habe und mehr Bestattungen erlebt habe und mehr Trauergottesdienste und ähnliches und Gedenkgottesdienste, als du wahrscheinlich in deinem Leben Menschen kennenlernen wirst. Also kann ich durchaus sagen, das ist wirklich die beste Beerdigungsrede, die ich jemals gehört habe. Und seither habe ich auch noch nichts Vergleichbares gehört. Das war 2012. Es ist eine sehr persönliche Ansprache, und die ist auch so persönlich, dass ich die auch für mich behalte. Aber ich sage dir, das ist das mit Kostbarste, was ich in meinem Leben besitze. Wieso gehe ich jetzt so darauf ein? Weil dort ein Satz drin vorkommt, der mir zum einen ein sehr persönliches Verhältnis erklärt und zum anderen auch Reaktionen von Menschen allgemein erklärt hat. Und zwar hängt das mit dieser Grundeinstellung zusammen. Ich hatte damals den Pastor, den ich vorher noch nie gesehen habe, das ist Herr Pastor Florian Schwarz, den habe ich damals das erste Mal gesehen. Und also bei diesem Beerdigungsvorgespräch, das man ja dann hat, wenn eine Beerdigung ansteht, kommt ja die Pastorin, der Pastor ins Haus nach Rücksprache und lernt erstmal die Angehörigen kennen und versucht sich ein Bild zu machen von der verstorbenen Person. Ich habe in dem Fall alles Mögliche vorbereitet, habe auch meine Gründe für gehabt. Ich kannte ihn nicht, hatte jetzt vorweg mit Pastoren, die ich sehr gut kannte, das Erlebnis gehabt, dass sie sich nicht mal mehr an meine Oma erinnert haben. Das hat mich so geschockt, dass ich dann gedacht habe, oh Gott. Und jetzt ein neuer Pastor, den ich überhaupt nicht kenne, der meine Oma nicht kennt, und der soll jetzt eine Ansprache, eine Beerdigung vorbereiten, die meiner Oma irgendwie gerecht werden soll. Ich hatte das P in den Augen. Ich habe also alles vorbereitet, alles Mögliche gemacht, und Tür ging auf, und dann war sofort alles klar. Er hat sich sofort auf mich konzentriert, und ich habe gemerkt, ich wurde regelrecht ausgelesen, wie es mir geht, was bin ich für eine Person, wie geht er auf mich ein, und ich habe mich wohlgefühlt, ich habe mich geborgen gefühlt, alles 1A. Und dann kam diese Beerdigung, der schlimmste, na, doch einer der schlimmsten, nicht der allerschlimmste, aber doch einer der schlimmsten Tage meines Lebens. Ich hatte Herrn Pastor Schwarz vorweg, wie gesagt, einiges von meiner Oma dann auch erzählt, hatte ihm das Ganze auch dann mitgegeben, dass er das nochmal nachbearbeiten kann, dass er nochmal so gucken kann, was er gebrauchen kann für seine Ansprache, was er ändern will, wie er ansetzen möchte. Und ich hatte ihm unter anderem erzählt, dass meine Oma eben sehr direkt und sehr tolerant war, und hatte ihm zwei Beispiele dann unter anderem genannt. Einmal ist sie den Beruf der Hat sie den Beruf der Friseuse ergriffen, und sie ist im Krieg und vor dem Krieg und auch in dem Krieg eben auch als Friseuse tätig gewesen und dann eben auch in Bordellen hinein zu den Prostituierten gegangen und hat sie dort dann frisiert. Und ist dann auch von den gutbürgerlichen Nachbarn dann auch darauf angesprochen worden, wie sie das machen könne und so weiter. Wäre doch alles nicht schicklich. Und daraufhin hat sie dann auch nur gesagt, ohne die Huren wäre die Welt noch viel schlimmer dran, als sie sowieso schon ist. Ein anderes Beispiel: nach dem Krieg war es dann so, dass dann meine Oma diesen Beruf weiter ausgeübt hat. Und dann auch mal so, lebte damals in Dortmund, dann auch nach einem langen, anstrengenden Tag dann quer durch die Stadt gegangen ist, und dann hatte sie
Durst auf Kaffee, ging ins nächste Café, setzte sich da an die Bar. Das war dann so ein bisschen anders aufgebaut, als man das heutzutage kennt. Setzte sich dann an die Theke. Kellner kam dann auf sie zu und machte sie darauf aufmerksam, ob ihr bewusst wäre, wo sie denn da ist. Sie möge sich doch mal umschauen. Sie hat sich umgeschaut, alles nur Männer. Sie war in einer Schwulenbar. Und ja, der Herr hatte sie dann darauf aufmerksam gemacht und hatte dann erwartet, dass meine Oma ihre 7 Sachen auf die Schnelle zusammenraffen und panikartig das Lokal verlassen würde. Hat sie nicht getan. Sie meinte dann auch nur das, was ich eben auch so sage in dem Fall. Ja, also wenn es die Herren nicht stört, ich würde jetzt gerne einen Kaffee trinken, mir tun die Füße weh. Das war so eine Selbstverständlichkeit. Solche Geschichten und noch viele andere Geschichten hatte ich dann Herrn Pastor Schwarz erzählt. Und in der Beerdigung hat er dann auch auf einige Sachen eingegangen. Und einen Satz hat er dann gesagt, den ich damals für einen rhetorischen Kniff gehalten habe. Das ist nur ein Satz, den möchte ich euch gerne hier mal vorlesen. Ich habe mich nach unserem Gespräch gefragt, woher diese Toleranz anderen gegenüber und die Selbstverständlichkeit, dass sie selbst zu tolerieren sei, stammt. Wie gesagt, ich habe diese Aussage damals für einen rhetorischen Kniff von Herrn Pastor Schwarz gehalten, einfach um die Zuhörer in dem Gottesdienst mitzunehmen, so auf eine Stufe, die sich das vielleicht auch gefragt haben, einfach nochmal so einzufangen und dann in der Predigt fortfahren zu können, dass auch die anderen gedanklich weiter folgen und emotional folgen können. Ich habe wirklich gedacht, es wäre ein rhetorischer Kniff und mir ist erst Jahre später klar geworden, dass es das nicht war, sondern dass Herr Schwarz sich diese Frage tatsächlich gestellt hat. Hätte ich das vorher begriffen, hätte ich das früher begriffen, dass er sich diese Frage stellt, dann wäre meine Freundschaft zu Florian vielleicht nicht mehr einseitig, sondern er würde sie eventuell erwidern oder er könnte sie zumindest akzeptieren, dass diese Freundschaft meinerseits ihm gegenüber da ist. Aber ich habe es zu spät begriffen. Es ist mir erst Jahre später klar geworden, dass es kein rhetorischer Kniff ist und ich habe mich dann erstmal hingesetzt und habe das verdaut, weil ich wirklich der Meinung bin, dass er und ich uns unglaublich ähneln in ganz, ganz vielen Dingen. Und ich habe so viel von mir selbst in seiner Handlungsweise, in seiner Deutungsweise wiedererkannt, dass ich geschockt war, dass ich erkannt habe, dass er das für sich in Frage stellt und für sich klären wollte innerlich. Und dann habe ich mir gedacht, wenn er sich diese Frage stellt, der mir doch so ähnlich ist und den ich, wo ich dachte, so in eine Richtung gedacht und so in eine Richtung handelnd. Wenn das sogar bei ihm der Fall ist, dann ist es sehr, sehr wahrscheinlich, dass andere genauso denken. Und daraufhin habe ich mich erstmal hingesetzt, war geschockt. Und danach habe ich mir ein Kännchen Tee gemacht, eine große XXL-Kanne. Das ist immer so mein Allerweltsmittel. Wenn ich was zu verarbeiten habe, koche ich mir erstmal einen Tee. Und in dem Fall hatte ich eine Menge zu verarbeiten. Denn plötzlich wurde mir klar, dass das unglaublich viele Widersprüche in meinem Leben plötzlich erklärte. So viele Fragezeichen, die ich immer über dem Kopf schweben hatte. Solche Sachen wie selbstverständliche Gleichberechtigung. Dass das von anderen so gefühlt erkämpft werden muss, während es für mich einfach da ist. Dieser Satz, ich habe mich nach unserem Gespräch gefragt, woher diese Toleranz anderen gegenüber und die Selbstverständlichkeit, dass sie selbst zu tolerieren sei, stammt. Und da ist mir klar geworden, dass meine Oma und ich die Welt anscheinend anders betrachten als eine ganze Menge andere Menschen und dass da vielleicht auch so eine Wurzel, eine Quelle dafür ist, dass so das Bedürfnis besteht, sich anderen gegenüber abzugrenzen oder Abgrenzung vorauszusetzen. Wie meine ich das? Wenn du davon ausgehst, dass du dir Rechte erkämpfen musst, hast du eine andere innere Grundhaltung als
wenn du davon ausgehst, dass du das Recht hast und dieses Recht dir auch von niemandem genommen werden kann, es auch von niemandem streitig gemacht werden kann und es maximal verteidigt werden muss und in Erinnerung gebracht werden muss. Ein konkretes Beispiel, wenn jemand zum Beispiel einer Rasse angehört, die angeblich aus Sicht anderer Menschen einer minderwertigen Rasse entsprechen würde. Schwachsinn hoch drei. Aber wenn jemand denkt, ein anderer Mensch ist weniger wert, und jemand, der dieser Rasse, die ja angeblich weniger wert ist, angehört, wie stellt diese Person sich dann dazu, zu dieser Einstellung? Eine Möglichkeit ist zu sagen, da alle es immer wieder sagen, muss da was dran sein. Das ist furchtbar. Oder nur weil andere es sagen, stimmt es nicht. Das ist eine Grundhaltung, die viel positiver ist. Und aus dieser positiven Grundhaltung heraus kann man da noch zwei Richtungen sagen. Es stimmt nicht, also muss ich dafür kämpfen, dass andere es verstehen. Oder es stimmt nicht, also muss ich andere darauf aufmerksam machen, dass es nicht stimmt. Das sind zwei verschiedene Paar Schuhe. Ich habe nie irgendwie das Bedürfnis gehabt, meine Rechte als Frau einfordern zu müssen, weil ich als Frau gleichberechtigt bin. Punkt. Ich habe auch nie irgendwie in Frage gestellt, dass ein Mann völlig gleichberechtigt ist mit einer Frau oder ein Mensch dritten Geschlechts völlig gleichberechtigt ist mit Männern und Frauen. Wieso? Jeder Mensch ist gleich viel wert. Das bedeutet, dass dieses etwas erkämpfen müssen überhaupt nicht nötig ist. Und das bedeutet in dem Fall jetzt, ich gehe jetzt mal wieder auf dieses Beispiel mit dem Schwulenlokal zurück, mit den Herren, die da baff waren, weil eine heterosexuelle Frau, gut, Ende Anfang der 50er, Mitte der 50er Jahre war das, kein Problem damit hat, unter gleichgeschlechtlichen Personen einen Kaffee zu trinken. Das hängt einfach damit zusammen, dass meine Oma, und das hat sie mir beigebracht und das ist auch bei mir ganz tief drin, davon ausgegangen ist, sie geht da rein, sie stellt fest, okay, ich bin in einem schwulen Lokal gelandet. Schwule, genauso Menschen wie du und ich. Ich bin hetero, die sind schwul. C'est la vie. So what? Wo ist das Problem? Was macht der einen Unterschied? Da ist kein Unterschied. Da ist kein Unterschied. Von der Menschlichkeit her, beide gleichwertig. Und die Frage, wenn die Herren nichts dagegen haben, war völlig ernst gemeint. So wie sie jedem der Anwesenden das Recht, also sie hat sich das Recht, sie war im Recht, es ist ein öffentliches Lokal, also geht sie rein und kann einen Kaffee trinken. Es ist aber in dem Sinne ein geschlossenes Lokal, in Anführungsstrichen, weil die Herren normalerweise unter sich waren. Und hätte jetzt einer der Herren für sich entschieden, ich will keine Frau haben, weil wir werden sonst überall ausgeschlossen, gleiches Recht für alle, also schließen wir hier jetzt auch die Damen aus, wir wollen unter uns bleiben, dann hätte sie das akzeptiert. Sie hat also beidermaßen zwei Rechte gleichzeitig wahrgenommen. Erstes Recht, öffentliches Lokal, also gehe ich da jetzt rein und trinke einen Kaffee? Okay, ich bin unter Schwulen. Bin genauso ein Mensch wie jeder Schwule, wie jeder Homosexuelle. Also habe auch ich das Recht darauf, eine Tasse Kaffee zu trinken. Gegenargument. Die Herren haben natürlich auch das Recht, mir dies zu verweigern, weil es ihr Lokal ist und weil sie sonst überall ausgeschlossen werden, häufig in der Gesellschaft. Also haben sie selbstverständlich auch das Recht, andere auszuschließen. Hätte der Kellner jetzt gesagt, bitte gehen Sie, wir möchten das nicht, dann wäre sie gegangen. Aber dadurch, dass keiner ein Problem damit hatte, war kein Problem vorhanden. Es gab kein Problem.
diese tiefe, tiefe Gleichwertigkeit aller Menschen ist, glaube ich, das, was uns in unserer Gesellschaft heutzutage fehlt. Die Gleichwertigkeit aller Menschen. Jeder Mensch ist gleich viel wert. Jeder Mensch. Unabhängig davon, auch welche politische Meinung jemand hat. Und es gibt erstarkende Parteien in Deutschland, wo ich dann ganz ehrlich sage, politische Ansichten gibt es, die ich nicht ausstehe, die ich bekämpfe, aber das heißt nicht, dass ich die jeweiligen Personen, die Menschen bekämpfe. Da mache ich eben einen Unterschied. Jeder Mensch an sich hat das gleiche Recht. Jeder Mensch an sich ist gleich viel wert, hat die gleichen Rechte. Das war jetzt Homosexualität, jetzt mal als Beispiel genannt. Auch sehr weit verbreitet. Wie ist das mit, wo fängt das eigentlich an mit Diskriminierung? Wo fängt das an? Ich sage, es fängt an nicht bei dem, wie der andere mich sieht, wie der andere auf mich reagiert, sondern es fängt damit an, wie ich mich selbst sehe und wie ich selbst auf das, was ich denke und fühle und sage und tue, reagiere. Und auch darauf, wie ich interagiere, wenn jemand anderes mich darauf anspricht. Das macht aus, wer ich bin und was ich bin und ob ich diskriminiert werde oder nicht. Es fängt wirklich an bei diesem Grundsätzlichen, bei diesem wirklich, alles ist gleich. Und dieses alles ist gleich, das hat mir mehrfach Probleme in meinem Leben eingebracht. Dieses alles und jeder ist gleich, gleichwertig, hat die gleichen Rechte, beginnt beispielsweise in der Kindheit. Es gibt viele Erwachsene, gerade heutzutage ist es wieder on vogue, die sagen, die Kinder oder die Teenager, bestes Beispiel jetzt, die jungen Menschen, die sich um Greta, um die Aktivistin, um die Umweltaktivistin versammeln, die dieser Idee und dieser Bewegung sich verbunden fühlen, Fridays for Future, da sagen manche Erwachsene, das sind doch nur Kinder, die sollen erstmal selber was schaffen, die sollen erstmal erwachsen werden, die sollen erstmal und die haben ja noch keine Ahnung, die sind ja noch jung, die sind ja noch unerfahren und werten das alles ab. Da sie anscheinend der Meinung sind, dass junge Menschen anders einzuordnen sind als Menschen mittleren Alters oder Menschen höheren Alters. Das ist eine Sache, die ich auch nicht verstehe. Auch das ist mir in meiner Kindheit komplett anders vorgelebt worden. Auch da kannte ich dieses Extrembeispiel nach dem Motto, jetzt rede ich. Habe ich erlebt. Ich kenne es aber auch von meiner Oma, die eben das komplette Gegenteil gelebt hat und auch extern durchgesetzt hat. Bestes Beispiel, wenn Erwachsene sich unterhalten haben oder wenn ein Erwachsener und ein Kind sich unterhalten hat, das war gleichwertig. Das heißt, wenn sie sich mit jemandem unterhalten hat und einer von uns Kindern kam dazu, haben wir gewartet, bis das Gespräch beendet war, dann waren wir dran. Andersherum hat meine Oma sich mit einem von uns Kindern unterhalten und ein Erwachsener kam dazu und war der Meinung, das, was wir jetzt zu sagen haben, wäre nicht so wichtig und hat dazwischen geredet, hat meine Oma das unterbrochen und hat gesagt, Moment, jetzt ist erstmal hier dran. Je nachdem, wer von uns Kindern vor ihr stand. Hat dann gesagt, jetzt ist erstmal sie oder er dran. Und wenn wir das Gespräch beendet haben, dann habe ich Zeit für dich und vorher nicht. Und das war Gleichwertigkeit. Ein Gespräch mit einem Erwachsenen oder ein Gespräch mit einem Kind war gleichwertig. Alle Personen im Umfeld hatten die gleiche Wertigkeit. Und es war auch schnurzpiep egal, wenn es jetzt ein Erwachsener war, Professor, Doktor, Doktor, wurde genauso bei uns behandelt wie Putzfrauen. Wir hatten bei uns alles in unserem Bekannten- und in unserem Freundeskreis.
normale Arbeiter, Angestellte, Staatsbeamte, Professoren, Doktoren, Musiker, Künstler, Schriftsteller, wir hatten Arbeitslose, wir hatten Fabrikarbeiter, wir hatten Reinigungspersonal, das war alles, das war, und alle waren gleichwertig. Also Professor Doktor Doktor brauchte sich bei uns nichts auf seinen Professor Doktor Doktor einbilden. Und eine Putzkraft brauchte sich bei uns nicht irgendwie so fühlen, als wäre das irgendwie was besonders Huldvolles, wenn sie bei uns wäre. So, das war völlig normal. Und es war einfach, der Mensch wurde gesehen. Nicht das, was ein Mensch arbeitete, sondern das, was ein Mensch war, ist das Entscheidende gewesen. Und das ist bei mir genauso. Auch so ein Beispiel dafür, dass alle Menschen gleich sind, auch so von der Art vom Thema Respekt her. Wir sind alle sehr gut erzogen worden, höflich erzogen worden. Und umso größer war die Verwunderung einer unserer Nachbarinnen, die sich dann fürchterlich bei unserer Oma darüber beschwert hat, dass wir sie nicht mehr gegrüßt haben. Und daraufhin hat meine Oma ihr das erklärt und hat ihr gesagt, ja, mit meiner Erlaubnis. Sie haben euch ständig gegrüßt, dich und deine Schwester und dich und deinen Mann. Sie haben immer zuerst gegrüßt und haben nie eine Antwort gekriegt. Und darüber haben sie sich aufgeregt, weil ihr immer unhöflich wart. Und daraufhin habe ich ihnen gesagt, in Ordnung, dann grüßt ihr sie jetzt eben auch nicht mehr so lange, bis sie sich äußern und bis sie euch grüßen. Ihr seid zwar die Jüngeren, und damals war das so, Alter vor anderen, aber trotzdem, in dem Fall ist jetzt hier mal die Regel gebrochen. Wenn die so unhöflich sind, dann ist das so. Höflichkeit und Respekt ist keine Einbahnstraße. Ergo, wenn sie euch nicht grüßen, zurückgrüßen, dann grüßt ihr jetzt eben nicht mehr zuerst, sondern wartet ab, bis sie grüßen und dann antwortet ihr höflich. Und ansonsten ignoriert ihr sie, so wie ihr ignoriert werdet. Gleiches Recht für alle. Und das ist etwas, was komplett durchzieht bei mir in meinem Leben und was ich bis vor kurzem wirklich auch bei allen anderen Menschen vorausgesetzt habe, dass andere Menschen das ähnlich sehen, dass alle Menschen gleich viel wert sind. Vielleicht ist das auch ein Grund dafür, dass ich auf eine andere Art und Weise durch Schule und Ausbildung und Beruf als Angestellte immer gegangen bin. Jeder Mensch ist gleichwertig. Wie ist das dann? Es gibt ja so dieses Gefälle mit Kinder müssen ja erzogen werden von Eltern und Lehrer und Vorgesetzte und Pastorinnen haben ja die Aufgabe, Wissen zu vermitteln oder auch ein Coach hat ja die Aufgabe, Wissen zu vermitteln. Da ist ja automatisch ein Gefälle. Jemand, der etwas beibringt und jemand, der etwas lernen muss. Das ist so dieses letztes Wort ausführen, Gefälle. Wie ist das jetzt damit zu vereinen? Das ist für mich damit zu vereinen, dass es hier nicht darum geht, dass der Mensch als etwas Besseres wahrgenommen wird, sondern die jeweilige Kompetenz wird anerkannt und respektiert und honoriert. Das heißt, wenn ich, es ist beispielsweise, ich war eine relativ gute Schülerin, muss ich dazu sagen, wenn ich dann in der Schule mal tatsächlich keinen Bock hatte, Hausaufgaben zu machen, und auch das kam vor, wenn draußen die Sonne schien und ich spielen wollte und ich lieber Lust hatte, in Wald und Wiese rumzurennen, dann habe ich meine Hausaufgaben auch mal nicht gemacht. Ich war sonst immer gerne dabei, habe Hausaufgaben gerne gemacht, war Vorzeigeschülerin, weil mir Schule Spaß gemacht hat. Ich bekenne mich, ich bin gerne zur Schule gegangen. Aber es gab eben auch Tage, wo ich gesagt habe, Hausaufgaben. Und wenn dann am nächsten Tag die Frage kam, wer hat die Hausaufgaben nicht, dann habe ich mich halt gemeldet und habe gesagt, jo, keine Lust gehabt. Ich habe nie irgendwie eine Ausrede benutzt oder irgendwas. Und dann war es eben für mich das Recht des Lehrers zu sagen oder der Lehrerin, ja, negativer Eintrag oder musst du halt nachmachen, musst du morgen machen. Das war dann das Recht der Lehrerin, des Lehrers. Und ich konnte dann eben das Recht in Anspruch nehmen und die Verantwortung dann eben auch dafür tragen und sagen, nö, morgen habe ich es auch nicht, weil ich habe immer noch keine Lust, weil Sonne scheint immer noch. Es war halt meine persönliche Verantwortung, meine persönliche Entscheidung. Aber so dieses Grundsätzliche, dass dann eben auch die Möglichkeit besteht, dass derjenige,
der etwas beibringt, sagen kann, nö oder nicht, dann hat es keinen Wert. Das ist der Respekt, nicht dieses Für-Ansehen des Menschen, sondern des Könnens, des Wissens. Zwei Stellen einfach mal, um das noch mal ein bisschen zu verdeutlichen. Ich hatte in der dritten Klasse haben wir einen Schulaufsatz geschrieben, Deutsch. War eine Weile krank, dann kam ein Aufsatz, dann sollten wir einen großen Aufsatz über Ferien oder irgendwas schreiben, habe ich dann auch abgegeben. War so eine Hausaufgabe, also schreibe den Aufsatz über so und so viele Seiten und fertig gemacht, abgegeben. Und dann war mein damaliger Lehrer, mein Grundschullehrer, mein Klassenlehrer, den ich sehr geschätzt habe, Herr Fritz Bauermeister, falls Sie das jemals hören und sehen, hallo, schönen Gruß. Er war der Meinung, das hätte nicht ich alleine geschrieben, sondern da hätte mir jemand geholfen. Meine Eltern oder meine Oma, er kannte meine Oma auch ganz gut, er wusste, dass meine Oma ja auch immer zu den Elternsprechtagen ging, meine Eltern nicht, sondern immer meine Oma. Und war eben der Überzeugung, dass meine Oma das war. Ich dann so, nee, ich gebe Ihnen mein Wort, das habe ich alleine geschrieben. Ich war erstmal fassungslos, dass er das überhaupt annahm. Aber okay, ich habe dann auch gedacht, gut, Lehrer hat die Position, sowas zu hinterfragen, sowas zu prüfen und dann eben darauf zu reagieren. Dann habe ich ihm mein Wort gegeben und mein Wort hat ihm nicht genügt. Das hat mich richtig schockiert. Und er hat sich mit meiner Oma in Verbindung gesetzt. Und dann hat meine Oma ihm das bestätigt. Und dann kam der nächste Hammer, dann hat er auch meiner Oma nicht geglaubt. Und daraufhin war ich richtig stinkig. Weil mir das zu sagen, so mein Wort würde nicht genügen. Das war so, das konnte ich einordnen, okay, er ist Lehrer und wer weiß, was er da teilweise für Schmu hört. Es ist seine Aufgabe, da nochmal hinterher zu haken und sowas in Frage zu stellen. Aber auch das Wort meiner Oma als erwachsene Person zusätzlich in Frage zu stellen. Ich hatte so einen Hals. Hab mich dann aber runtergekühlt und habe dann auch gesagt, okay, wer weiß, was er dann auch so in der Richtung so einiges hört. Und auch meine Oma hat gesagt, so, es hat überhaupt nichts mit mir zu tun. Er meint überhaupt nicht mich, sondern er meint einfach von sich aus, die Erfahrung sagt ihm, wenn Eltern das sagen, ist das auch nicht unbedingt wahr. Ich fand das erschütternd, dass Lehrer diese Erfahrung so verinnerlicht haben, dass sie davon schon ausgehen, dass Kinder und Eltern und Großeltern gleichermaßen alle lügen. Aber okay, dann hat er eine Lösung gefunden und hat gesagt, wenn du das wirklich alles alleine geschrieben hast, dann kannst du es ja auch wiederholen. Und ich so, ja klar, logisch, kein Problem. Sagen Sie mir wann, sagen Sie mir wo, kein Thema. Und daraufhin hat er dann gesagt, in Ordnung, jetzt, sofort und auf der Stelle. Und hat dann gesagt, so, du setzt dich jetzt mal hier vorne hin, vorne, Klassenverband, vorne weg vor allen anderen. Du hast jetzt eine Stunde Zeit, du schreibst jetzt einen kompletten Aufsatz zu dem und dem Thema. Habe ich dann gemacht. Dann hat er festgestellt, okay, es ist die Wortwahl, die sie vorher in dem anderen Aufsatz hatte, ist ähnlich. Gleiche Schreibqualität. Ich habe gesehen, das hat sie alleine geschrieben. Also hat sie das andere auch alleine geschrieben. Und dann macht es Klick bei ihm. Und dann ist etwas passiert, was eben gute Lehrer und gute Führungskräfte unterscheidet von anderen, die Führung und Kontrolle miteinander verwechseln. Und zwar ist Herr Bauermeister damals hergegangen und hat sich genauso öffentlich, wie er mich beschuldigt hat und meine Oma beschuldigt hat, genauso öffentlich hat er sich entschuldigt und hat diese Sache klargestellt und hat vor versammeltem Klassenverband klargestellt, du hast recht, ich habe mich geirrt, ich habe dir unterstellt, dass du das nicht alleine gemacht hast, ich habe dir unterstellt, du würdest mich anlügen, ich habe deiner Oma unterstellt, dass sie diese Lüge decken würde und ich entschuldige mich bei dir und ich entschuldige mich bei deiner Oma, ich habe mich geirrt. Und damit war meine Welt wieder in Ordnung, denn der Mann, dieser mein Klassenlehrer, den ich wahnsinnig respektiert habe, einfach für seine Fairness und für seine Menschlichkeit immer, allen Schülern gegenüber. Das passte jetzt wieder ins Bild. Das andere hat nicht so gepasst. Aber das, dass er das jetzt so richtig gestellt hat, das hat wieder gepasst. Und dadurch hat er auch wieder Respekt gezeigt. Also dieses von oben herab hat er da nicht mehr gehabt, sondern das war dann ausbalanciert.
Das eine war fachlich. Das war dieses fachliche, ich als Lehrer muss kontrollieren, muss die Aufsicht führen. Und das war von meiner Seite aus zu respektieren. Aber das andere, was da mitschwang, das Emotionale, das Beleidigende, dieses mein Wort wird in Frage gestellt, das Wort meiner Oma wird in Frage gestellt, sie wird als Lügnerin hingestellt, ich werde als Lügnerin hingestellt. Das war eben auf einer menschlichen Ebene von oben nach unten. Das war nicht in Ordnung. Das war nicht war deswegen nicht in Ordnung, weil es nicht zutraf. Es war eine inkorrekte Einschätzung. Und diese Inkorrektheit der Einschätzung ist meinem damaligen Klassenlehrer klar geworden. Er hat es erkannt und hat es korrigiert. Und daraufhin war dieses Gefälle, das menschliche Gefälle nicht mehr da, sondern die menschliche Gleichheit war wieder da. Der Respekt dem anderen Menschen, also in dem Fall gegenüber mir und gegenüber meiner Oma, war wieder vorhanden. Also das war so ein Beispiel in Sachen Respekt, so von der Lehrerseite her. Und nochmal so von der Pastorenseite her, mein allererster Pastor, Herr Pastor Schrader, inzwischen in Ruhestand, Herr Lehrer Schrader, falls Sie das hören und sehen, seien auch Sie gegrüßt, der beispielsweise hatte einigermaßen an mir zu knacken, sage ich jetzt einfach mal. Ich bin schon sehr früh als Kind immer mit in den Gottesdienst genommen worden von meiner Oma. Ich habe damals dann auch den Kindergottesdienst ausprobiert und ich fand den beim ersten Mal schon furchtbar, weil da wurde gemalt, da wurde irgendwie gesungen, da wurde irgendwie gebastelt, aber keiner ging irgendwie auf die Fragen ein, die ich hatte und ich fühlte mich da einfach deplatziert ohne Ende. Und dann ging ich mit in den normalen Gottesdienst. Das war damals ungewöhnlich. Heutzutage ist es ja normal, dass Kinder mit in den Gottesdienst mit hineinkommen. Damals war das nicht normal. Und daraufhin, Kinder erhoben sich, gingen vor zum Kindergottesdienst. Beim ersten Mal musste ich mit. Dann, ich war schon am Mosern und hatte dann hinterher auch gesagt, Protest ist nichts für mich. Oma hat darauf bestanden, okay, wir machen jetzt mal Folgendes, du probierst das jetzt noch zweimal. Und wenn du bis Ende des Monats immer noch denkst, das ist Käse, dann kommst du in den normalen Gottesdienst wieder mit rein und ansonsten machst du weiter beim Kindergottesdienst. Also ich war vorher beim normalen Gottesdienst mit, dann hieß es plötzlich, ich muss zum Kindergottesdienst, habe ich da mitgemacht, damit ich da nicht irgendwie isoliert war. Hab dann aber festgestellt und durfte dann wieder in den normalen Gottesdienst. Und unser Pastor dann eben auf meine Oma zu und darauf aufmerksam gemacht, alle Kinder gehen da jetzt eben und hat so ein bisschen gedrängt, ich sollte auch. Und ich meinte nö und meine Oma meinte auch nö. Ja, aber wenn sie stört und dann stört schon nicht. Und wenn sie stören sollte, dann gehe ich mit da raus. Aber warum sollte sie stören? Habe ich auch nicht. Also ich bin seit jeher immer in der Kirche unterwegs gewesen. Und dann nicht nur in unserer, nicht nur in der evangelisch-lutherischen, sondern ich bin auch bei den Adventisten gewesen. Ich war bei den Katholiken. Ich habe überall reingeschnuppert, habe überall die Gottesdienste mitgemacht. Habe mich also recht früh schon mit meinem Glauben beschäftigt. Mit dem Thema Glauben, Religion, war also für mich nichts Neues. Dann kam der Konfirmationsunterricht. Und beim Konfirmationsunterricht ist es ja dann auch Pflicht, dass man sich Stempel besorgt. Also so und so oft muss man dann in den Gottesdienst erscheinen, um nachweisen zu können, dass man eben den Ablauf von dem Gottesdienst kennt, dass man sich damit beschäftigt hat und dass man nicht völlig doof ist, sondern weiß, wofür man dann Ja sagt. Also was man bestätigt bei der Konfirmation. Ja, nur fehlten mir einige Stempel. Ich glaube, mir fehlten noch 4 oder 5 Stempel. Wir mussten damals, glaube ich, 16 oder 20 Stempel haben und mir fehlten noch 4 oder 5 Stempel, weil ich eben nicht nur bei uns in unserem Gottesdienst ging, sondern waren wir im Urlaub. Dann bin ich in Österreich in die katholische Kirche gegangen. Dann war ich mal bei uns in Falling in der katholischen Kirche. Dann war ich mal bei den Baptisten mit in der Kirche. Dann war ich bei den Siebentags-Adventisten in der Kirche. Ich bin überall mal so rumgeschwirrt. Und unser Pastor wusste das auch. Pastor Schrader wusste auch ganz genau, dass ich mich mit unserem Glauben durchaus auseinandersetze. Und trotzdem, dann ging es in Richtung Konfirmation.
Und dann ging es darum, dir fehlen noch ein paar Stempel. Du musst da jetzt noch so und so oft hin und du musst dich jetzt beeilen, sonst kann ich dich nicht konfirmieren. Und daraufhin habe ich dann für mich Folgendes entschieden und ihm dann auch so mitgeteilt, dann werde ich wohl nicht konfirmiert, denn ich gehe nicht in den Gottesdienst, nur weil alle anderen es irgendwie von mir erwarten, sondern ich gehe in einen Gottesdienst, weil ich das Bedürfnis habe, in einen Gottesdienst zu gehen. Aber ganz bestimmt nicht, um mir irgendwelche Stempel zu holen. Ja, dann kann ich dich nicht konfirmieren. Und habe ich gesagt, gar kein Problem, Pastor Schrader, das ist Ihr gutes Recht. Wenn das die Regularien sind das die Regularien, dann werde ich eben dieses Jahr nicht konfirmiert, kein Problem, dann eben erst nächstes Jahr. C'est la vie. Ich werde trotzdem nicht für irgendwelche Stempel losmarschieren und in Gottesdienst gehen. Nee, weil das ist nicht der Sinn und Zweck eines Gottesdienstes. Ich gehe in Gottesdienst, wenn mir danach ist und nicht, um mir irgendwelche blöden Stempel zu holen. Und Sie wissen ganz genau, ich kenne mich mit Glauben, habe ich mich beschäftigt. Ich nehme das ernst. Ich nehme das nicht locker flockig und kicher kicher, sondern für mich ist das normaler Alltag. Also Sie haben mich auch vorher schon im Gottesdienst gesehen und Sie werden mich auch später noch im Gottesdienst sehen. Ja, es ist Ihre Entscheidung. Ich respektiere diese Entscheidung, aber dann nicht. Dann eben erst nächstes Jahr. Ja, er hat sich dann die Zeit genommen, das zu reflektieren, hat darüber nachgedacht und hat dann gesagt, okay, Ausnahme, weil ich meine Situation kenne, ich weiß ja, dass das tatsächlich so ist, in Ordnung, verzichten wir auf die nächsten Stempel. Aber ich habe dein Wort, dass du weiterhin zur Kirche gehst. Das hatte er, ich bin ja sowieso immer zur Kirche gegangen. Also dementsprechend war das ist auch so eine Situation des Respekts. Da geht's um den Respekt der inneren Einstellung. Wir haben einmal die Situation fachlich. Pastor in der Situation Pastor-Konfirmanten. Der Pastor, die Pastorin bringt den Konfirmanden etwas bei und muss dafür bestimmte Regularien haben, muss also bestimmte Dinge, dass bestimmte Dinge erfüllt sind, um eben auch sicherzustellen, dass das, was er oder sie unterrichtet, auch bei den Konfirmanden entsprechend ankommt. Das ist das fachliche Gefälle von oben nach unten. Das ist das eine. Und das würde ich auch nie im Leben in Frage stellen, dass da fachlich mehr ist. Das ist das eine. Das andere ist die Glaubensebene. Und da ist überhaupt kein Gefälle. Das heißt, ich muss von mir selber verantworten, was ich glaube, was ich tue, was ich sage oder auch unterlasse zu sagen, zu glauben, zu tun. Ich würde nie im Leben darauf kommen zu sagen, ich darf das aber, weil mein Pastor oder weil meine Pastorin. Das war eine völlig andere Ebene. Und deswegen war für mich ganz klar, über meinen Glauben entscheide ich und nur ich, was ich glaube und was ich für meinen Glauben tue oder auch nicht tue. Und was ich mit meinem Glauben vereinbaren kann oder auch nicht vereinbaren kann. Das entscheidet kein anderer. Punkt. Das ist so eine Grenze. Dass das dann natürlich mit Verantwortung, mit Konsequenzen verbunden ist, ist absolut klar. Und die sind dann eben auch zu akzeptieren, zu respektieren und ja, damit zu leben. Das ist einfach so. Das ist einfach so dieses, das ist dann eben der Unterschied. Also Herr Pastor Schrader und ich denke, wir mögen uns gegenseitig. Also ich meinerseits mag ihn und mag auch seine Frau sehr gerne. Ich respektiere beide unglaublich, einfach weil sie auch ihren Glauben leben. Und ich würde ihn fachlich nie in Frage stellen. Ich würde inhaltlich mit ihm immer diskutieren, weil das wiederum eine Glaubensfrage ist. Aber fachlich, kompetenztechnisch würde ich ihn nie in Frage stellen. Also dass er sich das Wissen erworben hat und diese Fähigkeiten erworben hat. Das ist also dieses Gefälle wieder zwischen Lehrer und Lernenden, einmal fachlich und einmal menschlich. Fachlich ist da ein Gefälle bis zu einem gewissen Punkt und dann haben wir die menschliche Gleichberechtigung. Und das ist etwas, denke ich, das ist der Unterschied. Das ist so dieser Grundkern,
woran du erkennst, ob es sich jetzt um Ausgrenzung und Diskriminierung in irgendeiner Form handelt und wie du selbst dich gegenüber anderen Menschen benehmen kannst, darfst oder auch nicht benehmen kannst oder darfst, ist schlicht und ergreifend, geht es um sachliche, fachliche Fragen, wo absolut ein Gefälle vorhanden sein kann und in der Regel auch vorhanden sein wird? Oder geht es darum, dass es um eine angebliche menschliche Unterschiedlichkeit geht? Und meiner Meinung nach, dieses menschliche Gefälle, das existiert nicht. Das existiert nicht. Alle Menschen sind gleich. Deswegen hat auch jeder Mensch die gleichen Rechte und auch die gleichen, das Recht auf gleiche Art und Weise behandelt zu werden. Der Hass auf Frauen und die Ausgrenzung von Frauen, die Diskriminierung von Frauen ist ein großes Thema in unserer Gesellschaft. Was mir an dieser Diskussion beispielsweise nicht gefällt, ist, dass die Diskriminierung von Männern dabei leider doch ab und an komplett ausgeblendet wird. Ein typisches Beispiel. Für mich ist es, also ich habe beispielsweise mal Folgendes erlebt, dass sich ein Junge für mich interessiert hat, ich mich aber nicht für ihn interessiert habe. Und das habe ich ihm mitgeteilt. Er hat dann eben gesagt, was er für mich empfindet. Ich habe mich bedankt, habe ihm gesagt, dass ich seine Offenheit schätze und habe ihm klargemacht, dass das nicht erwidert wird von meiner Seite. Und damit war für mich dann klar, ich bin davon ausgegangen, selbstverständlich, dass er das respektiert und dass er meine Entscheidung nicht in Frage stellt. Und genauso erwarte ich selbstverständlich, dass wenn ich einem Mann sage, dass ich etwas für ihn empfinde und er mir dann erwidert, danke, finde ich toll, wird von mir aber nicht erwidert. Dann erwarte ich natürlich, dass damit die Sache dann erledigt ist und der Mann dann in dem Fall komplett davon ausgeht und das auch nicht in Frage stellt, dass das von mir selbstverständlich respektiert wird, dass die Gefühle nicht erwidert werden. Oder alleinerziehende Frauen, alleinerziehende Männer. Alleinerziehende Frauen haben einen besonderen Schutz, werden in der Gesellschaft häufig so angesehen wie Frau, Doppelbelastung und muss besonders geschützt werden und so weiter. Also alles, was so mit dieser Doppelbelastung zu tun hat, wird in großen Teilen der Gesellschaft anerkannt. Dass eine Frau, die alleinstehend ist und sich um Kinder kümmert und den Haushalt schmeißt und den Beruf auf die Reihe kriegt, dass die eben eine besonders hohe Belastung hat. Und das wird akzeptiert und das wird auch nicht in Frage gestellt. Und das wird auch nicht hinterfragt, dass dem so ist. Und da wird auch nicht großartig gesagt, gib die Kinder ab oder ob das alles so. Auf der anderen Seite, wenn ein Mann sich entscheidet, für die Kinder zu sorgen, alleinstehender Mann seine Kinder großzieht und Kindererziehung und Beruf und Privatleben und Geschäft alles unter einen Hut kriegt, dann hat er mit anderen Dingen zu kämpfen als eine alleinstehende Frau. Da ein alleinstehender, alleinerziehender Vater von unserer Gesellschaft immer noch nicht so als normal angesehen wird, wie es heutzutage aber nun einmal ist. Alleinerziehende Frauen und alleinerziehende Männer, da ist kein Unterschied. Die haben zumindest sehr, sehr ähnliche Probleme.
ich denke, die Männer dürften sich inzwischen noch mehr blöde Sprüche anhören. Und werden auf der anderen Seite auch von Gleichgeschlechtlichen durchaus auch mehr beneidet als Frauen. Das ist vielleicht noch ein Unterschied. Aber trotzdem, es ist, das ist etwas, was ich auch nicht nachvollziehen kann. Also für mich ist es eine Selbstverständlichkeit. Ich empfinde es als selbstverständlich, wenn ein Mann sich entscheidet, ich erziehe meine Kinder alleine. Ich erziehe meine Kinder. Ich bin der Alleinerziehende. Ich bin der Erziehungsberechtigte. Ich kümmere mich um meine Kinder. Nicht meine geschiedene Frau, sondern ich. Das ist für mich etwas völlig Normales. Für mich gehören Kinder nicht zwangsweise zur Mutter, sondern die Kinder gehören zu dem Elternteil, die für das Kind besser sind. Und das muss nicht unbedingt die Mutter sein. Das kann genauso gut auch der Vater sein. Und wenn es ganz dicke kommt, dann ist es weder die eine noch der andere, sondern ist es irgendwie ein Onkel oder eine Tante oder es sind die Großeltern mütterlicher oder väterlicherseits. Auch das ist noch eine Möglichkeit. Also dieses Schubladendenken. Dieses Schubladendenken entsteht dadurch, dass wir die Gleichwertigkeit von Menschen in Frage stellen. Und das ist meiner Meinung nach die Ursache, die Grundlage für sehr viel Zerwürfnis in unserer Gesellschaft. Also das jetzt einfach mal so als Einstieg. In den nächsten Tagen geht es jetzt dann weiter. Ich gebe euch jetzt mal ganz konkrete Beispiele und ich habe euch ja auch versprochen, dass ich euch Beispiele gebe, in denen ich so richtig verkackt habe, wo ich auch wirklich selber rassistische Gedanken hatte, wie ich das festgestellt habe, wie mir das aufgefallen ist, wie ich damit umgegangen bin und wie ich sie dann auch bekämpft habe. Das dann mal morgen. Das war jetzt mehr so der Einstieg. Es ist ein Thema, das ist auch nicht so ganz einfach. Seht es mir nach. Ja. Das zum Anfang. Wir sehen uns dann morgen. 15 Uhr geht's weiter. Würde mich freuen, wenn du wieder mit dabei bist. Bis dahin, mach's gut. Tschüss.